Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Heute sind wir unterwegs mit Techno in seinem Objekt 430U. Er spielt hier ja, in einem Top-Tier-Match und die Karte ist Fjorde. Ja, und wir gucken mal, wie das Ganze hier so ausgeht. Ich gehe mal eben in meine Übersicht hier, dass man so ein bisschen gucken kann. Solange hier noch nicht allzu viel los ist, kann ich ja noch einmal ankündigen, wie immer. Wenn ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, dann lasst es mir gerne zukommen. Entweder über meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Kanaleinstellungen rob2k@web.de oder aber schreibt mich in-game an. Mein in-game-Name ist RobHawk und dann könnt ihr mir da auch was zukommen lassen. Und ich gucke dann, wenn ich Zeit habe, dass ich das dann bearbeite. So. Ja, das eigene Team hat hier eine HP, eine kleine HP-Führung sozusagen von 1000 Hitpoints um und bei. Das ist schon mal ganz nett, sowas zu haben. Na, besser als 1000 Punkte im Rückstand zu liegen, definitiv. Was kann man hier noch so sagen? Ja, das. Na, er spielt das hier ein bisschen. Geht das langsam an, wartet, bis die Heavys hier ein bisschen vorfahren. Bis er ein bisschen Support hat, um dann erst tatsächlich auch weiterzufahren hier. Das ist relativ clever, vielleicht nicht als erstes hier um die Ecke zu gucken. Dass man sich hier nicht gleich den ersten fängt. Ja, der Löwe. Das war natürlich relativ unclever, was er da macht. So da um die Ecke zu pieken. Der Löwe hat einen super Turm. Wäre clever gewesen, wenn er genau hier irgendwo stehen würde. Da wäre die Chance gewesen, etwas zu blocken, doch um einiges größer, als da seitlich rauszufahren und dann die vordere Flanke sozusagen des Löwen anzubieten hier. So, da hat natürlich der FV215B hier gute Arbeit geleistet. Das war ein satter Treffer mit irgendwie 1000 noch was Schaden. Und hinterher kam nochmal irgendwie 500 Schaden. Also der Löwe jetzt hier bei 2%, das ist natürlich nicht so geil. Aber der gute Techno, der landet hier seinen nächsten Treffer. Und ist jetzt aktuell bei 1700 Schaden. Das ist auf jeden Fall... auf jeden Fall ordentlich. Ja, damit kann man schon mal ganz gut leben. So, jetzt probiert der VK sein Glück. Mal gucken, ob der... Oh Mann, der wird doch genau das gleiche Schicksal erleiden, wenn er da um die Ecke guckt. Tu es nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ne? Man hat dann immer so eine Leute im Team. Man sieht, der Erste, der Löwe in dem Fall, bekommt da so richtig schön aufs Maul. Und der Zweite so, ja, ich guck mal um die Ecke, mal gucken, was passiert. Wobei, der VK hält sich jetzt aktuell noch zurück. Das ist natürlich ganz, ganz nett schon mal, dass er da ein bisschen cleverer agiert als der Löwe. Aber nichtsdestotrotz, ja, mal schauen. Und der Löwe ist eigentlich ein guter Spieler, ne? Also, dass der da so um die Ecke guckt, ja, ich weiß nicht. Oh, und der VK. Der erleidet hier... dann genau das gleiche Schicksal wie der Löwe. Fährt ein Stück zu weit vor und lässt sich hier vom FV richtig schön ein Tausenderbrett reinnageln. Und ja, dementsprechend ist das hier so langsam. Oh, jetzt hat Techno tatsächlich hier den ersten Kill rausgeholt. Sehr schön. Ist schon bei knapp 3000 Schaden. Hat hier schon ordentliches, also so kurz in der Runde, aber trotzdem schon eine ordentliche Runde abgeliefert. Kann man schon mal soweit sagen. Fängt sich jetzt hier eine vom Type 5. Mit HE natürlich, klar. Wie spielt man den Type 5 sonst? Oder den Type 4 mit HE-Brettern. So, jetzt ist hier anscheinend die Zeit zu attackieren. Und er hat den FV, warum sag ich mal VF, Mann? Dem FV drückt er hier eine rein. Das ist natürlich richtig gut. So, jetzt muss er aufpassen. Ah, oh, der geht natürlich. Der Killshot geht natürlich so weit... in den Turm oder wo auch immerhin das war, dass der hier geblockt wird. Und der nächste auch noch. Oh, super ärgerlich. Jetzt muss er echt gucken.
Der V hat, glaube ich, daneben geschossen. Und jetzt... Ah, komm, 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 nimm ihn raus. Nein, nimm ihn raus. Na gut, jetzt muss er dann erstmal doch auf den schießen. Na, da kriegt der Mutz jetzt dann so lange eine gelatscht. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, und dann das nächste 543er Brett hier vom Type 5. Aber jetzt hat er es geschafft endlich. Kann hier den FV rausnehmen. Und damit ist der Weg hier, na, noch nicht ganz frei. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als gerade eben. So, 666 Hitpoints hat er jetzt noch. Wenn das mal kein guter Ausgangspunkt ist. Wir gehen mal in seine Sicht. Das habe ich irgendwie mal wieder vergessen. Entschuldigung dafür. Und jetzt kommt er hier mit der Gun nicht runter. Der Scorpion trifft ihn an der Kanone. Und ja, mal gucken, kriegt er das trotzdem hin hier? Ja, er kann dem Typ 5 hier 434 Schaden reindrücken. Ist jetzt bei knapp 5000 Schaden. Wahnsinn. Das ist schon mal eine mehr als gute Runde. Also ich gehe natürlich immer von meinem Standpunkt aus. Das ist eine super Runde. Ich denke mal, der Techno, der ist ja nun hier, ne, blau als WOT-Wertung. Der hat öfter solche Spiele. Für mich ist das auf jeden Fall eine saugeile Runde und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das hier zeigen kann. So, zwei Kills hat er, eine WN8 aktuell von 4449. Das ist schon schön. Damit kann man sehr, sehr gut leben. Und jetzt hat der Type 5 hier tatsächlich in Dreck geschossen. Jetzt hat er alle Zeit der Welt. Kann den Typ 5 hier rausnehmen. Und ja, muss natürlich jetzt genau erstmal zugehen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Denn es sind immer noch zwei Artilleriegeschütze im Spiel. Und auch hier auf der TD-Position waren ja zuletzt zwei Stück. Wenn die noch da stehen, dann muss er auch ein bisschen aufpassen, dass er da keinen gedrückt bekommt. Denn sowohl die ISO 152 als auch der CDA 105, denke ich, können hier... Och, guck an. Ach, guck an. Nee, was ein Geschenk. Ja. Das war der CDA 105, sehr geil. Schön ein paar Free Hit Points mitgenommen, sogar noch angezündet und abfackeln lassen. Noch gleich hier eine kleine Medaille mitgenommen. Und da ist tatsächlich die ISO und die ISO prallt ab hier für 750 Schaden. Das ist natürlich für die ISO jetzt unglücklich, denn es war ganz normale Standardmunition, die ISO geschossen hat. Okay, also hätte ich gesehen, dass da ein Objekt rumkommt, hätte ich wahrscheinlich schon auf Premium umgeladen, aber hier kriegt er jetzt erstmal schön den Schaden mit und ja, der Scorpion, der beachtet ihn gar nicht. Okay, so jetzt hat er die Aufmerksamkeit vom Scorpion und der Scorpion so, ne, was mache ich denn jetzt? Ich bin... Oh, der nächste. Und sogar gecheckt. Das ist natürlich richtig gut. Scorpion repariert. Und das heißt, wenn er jetzt nochmal... Ne, wenn er jetzt treffen sollte, ist der Scorpion eh weg. Da ist nichts mehr mit. Hätte ich das bloß nicht gesagt. Ich wusste, dass das passiert. Jetzt ist er nochmal gecheckt und der Scorpion kommt hier nicht mehr weg. Und jetzt ist es soweit. Tatsächlich, dass hier der Scorpion rausgeht. Aber es war klar, der Killshot, ne? Der Killshot, der geht einfach nie. Selten. Wenig. Sehr, sehr wenig. Ja, aber auch hier kann man sehen, das Objekt hat halt, ne, 252 und er schießt hier, glaube ich, die ganze Zeit mit Premium. Er hat 340 Durchschlag und kettet den Scorpion. Ja, das ist genau mein Humor. Und mal gucken, vom VK, ob er da noch was abbekommt. Der ist ja, der hat nur noch 386 HP. Das Objekt ist hier berghoch auf so einer Sandstrecke auch nicht unbedingt ein Geschwindigkeitswunder. Das könnte relativ knapp werden. Allerdings, der Einzige, der im Moment rankommt, ist, glaube ich, die Arti, die M53, M55. Denn der Ferdinand, der steht zwar hier und kann da hingucken, aber der VK wird nicht rauskommen. Und der Pershing wiederum wird wahrscheinlich nicht rumfahren. Dementsprechend hat er jetzt hier eine gute Chance, doch noch hier einen Kill rauszuholen, den Krieger zu holen eventuell. So, und moin, einzielen, feuern und da hat er sogar noch den Krieger rausgeholt hier, sehr, sehr gut. Kann natürlich auch sein, dass der Pershing extra gewartet hat, beziehungsweise alle anderen auch, um hier seine Runde abzurunden. Wow, was für ein Wortspiel, Wahnsinn. So, auf jeden Fall, gucken wir weiter und dann können wir sehen, diesmal habe ich das nicht geschlossen tatsächlich und schon geht's hier nahtlos weiter fast. Ja, er hat das Objekt hier gemeistert, er hat den Schläger bekommen, er hat den Brandstifter bekommen,
den Duellanten bekommen. Wirkungsfeuer, 5 Anleihen. Er hat genau 8000 Erfahrung einsammeln können. Hat hier Brothers in Arms. Mit wem war er denn in einem Platoon? Oder haben die das kurz vorher noch gegründet? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber auf jeden Fall hat er Brothers in Arms bekommen. Großkaliber und natürlich hier noch mit dem letzten Schuss und dem letzten Kill die Top Gun rausgeholt. Sehr, sehr geil. So, dann gucken wir mal eben. Ach hier, guck mal, da hat er tatsächlich sich mit der Sue hier noch kurz vor Feierabend zusammengetan, weil das war vorher, glaube ich, nicht, ne? Der war in keinem Platoon. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, aber ich glaube, die haben sich kurz vor Schluss zusammengetan, um hier Brothers in Arms noch rauszuholen. Auf jeden Fall knapp 8000 Schaden gemacht. Wahnsinn. 6 Kills, 1333 Basiserfahrung, 7 Medaillen bekommen. Das ist natürlich schon ein Wahnsinnswert. Guck mal, wenn man die ersten beiden aus dem Gegnerteam zusammenpackt, dann haben die gerade mal. Nee, dann haben die noch 1000 Schaden weniger. 1000, alter Schwede. Das ist ordentlich, definitiv. Also eine richtig, richtig gute Runde hier abgeliefert. Schönes Ding. Und wir können mal gucken, er hat von 23 Schüssen, hat er 23 Mal getroffen. Wahnsinn. Und ja, hat hier von 23 Treffern 19 Durchschläge gehabt. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert. Hat hier 5 Schüsse bekommen und ja, konnte 2 abwehren. Davon dementsprechend konnte er hier auch noch ein paar Hitpoints überbehalten. So, 1240 geblockt, dann hat er 2 Gegner gespottet, hat 8 Gegner beschädigt, 6 zerstört und ja, 2,7 Kilometer gefahren. Und er hat mit seinem Premium-Account tatsächlich 5161 Miese gemacht. Aber ich denke, das ist ein Wert, den kann man definitiv verkraften, wenn man so eine Runde hinlegt mit Meister, mit Top Gun, mit Brothers in Arms und, was da noch alles bei war. Also sehr schöne Runde. Ich hoffe, ja, dir und euch hat's gefallen. Und falls ihr noch ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, na, dann lasst es mir gerne zukommen. rob2k@web.de oder schreibt mich in-game an. So, ich bin erstmal raus, wünsche allen einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao.